Wir haben uns im praktischen Teil der Vorlesung bisher mit dem Aussehen von Objekten beschäftigt und haben dafür einige Forderungen kennengelernt, schon vor Wochen, die wir dann über die ganze Zeit über beibehalten haben und uns in spezielleren Fällen, also zum Beispiel für Typografie und Eigengestaltung, angeguckt haben. Wir haben dabei festgestellt, diese Forderungen, die stehen in all diesen Entscheidungsprozessen oder in all diesen Entscheidungsbereichen jeweils miteinander in Konflikt und müssen austariert werden. Gerade bei Eigengestaltung haben wir das sehr gut darstellen können, dass diese Forderungen nicht gleichzeitig erfüllt werden können. Jetzt gehen wir über die Einzelobjekte hinaus und schauen uns an, wie Objekte am Bildschirm angeordnet werden sollen. Wir haben zwei Forderungen, um die es geht, wenn wir hier über die Anordnung sprechen. Eine heißt Übersichtlichkeit und die andere Strukturiertheit. Da kann man sich jetzt erstmal so fragen, ja, von den Worten alleine her, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, den Unterschied, sich klarzumachen, was ist Strukturiertheit und was ist Übersichtlichkeit. Also schauen wir uns doch mal die Definitionen an, wie sie hier stehen. Hier steht, Übersichtlichkeit bedeutet, die Anzahl der Bildschirmobjekte zu minimieren und die vorhandenen Objekte so anzuordnen, dass ein optisch ruhiger Gesamteindruck entsteht. Und Strukturiertheit hingegen bedeutet, Zusammenhänge zwischen Objekten in optisch sichtbaren Strukturen abzubilden, die sich klar voneinander abgrenzen. Man kann sich diese beiden Forderungen relativ gut klar machen, wenn man vielleicht mal an seine eigene Wohnung denkt und ans Aufräumen in der eigenen Wohnung denkt. Und dann ist Übersichtlichkeit, dass der so ein Zustand in der Wohnung, wo aufgeräumt ist, wo also unüberflüssige Sachen weggeschmissen sind und alles, was da ist, in der Wohnung schön angeordnet ist, vielleicht sauber in einem Regal steht und so weiter, das ist dann Übersichtlichkeit, also so ein Aufgeräumtsein. Strukturiertheit hingegen würde bedeuten, dass die Dinge, die etwas miteinander zu tun haben, auch irgendwo beieinander zu finden sind. Also etwa, dass ich vielleicht auf meinem Schreibtisch einen Stapel habe für Universitätssachen und einen Stapel für Steuer oder was immer es ist. Oder dass ich die Sachen nach Fächern sortiere. Oder dass ich vielleicht irgendwie sogar irgendwo im Raum eine Hierarchie aufbaue, dass ich beim Regal, um vielleicht bei dem Beispiel mit dem Regal zu sagen, sage, dieses Regal ist für Uni und die einzelnen Unterbereiche im Regal, die einzelnen Fächer stehen für verschiedene ja, Fächer dann halt. Halt auch im universitären Sinne. Das wäre eine Strukturiertheit. Es gäbe also inhaltliche Zusammenhänge. Diese inhaltlichen Zusammenhänge sind nicht unser Inhalt hier, denn das wäre Aufgabenangemessenheit. Wir kümmern uns also nicht darum, was inhaltlich zusammengehört, sondern wir kümmern uns darum, wie die Dinge, die zusammengehören, von denen man schon weiß, dass sie zusammengehören aus irgendwelchen inhaltlichen Zusammenhängen, diesen Zusammenhang auch optisch durch eine Anordnung sichtbar und wahrnehmbar machen. Und darum soll es hier gehen in diesen Videos zur Anordnung und in den folgenden Techniken. Diese beiden Forderungen können abgeleitet werden, natürlich aus unseren Grundlagen, und zwar hier wieder aus der Architektur der Wahrnehmung und aus der Differenzerfahrung. Architektur der Wahrnehmung, denkt daran, da war ja immer diese Sache drin, wir sehen nicht viel gleichzeitig und wir haben immer ein selektives Wahrnehmungssystem. Das heißt, wir haben so Vorsortierungsmechanismen und sowas alles da drin. Das spielt jetzt hier garantiert wieder eine Rolle. Und Differenzerfahrung, ich habe Hypothesen darüber, wo ich was finden werde. Ich habe Hypothesen darüber, was wie zusammengehören wird. Und diesen Hypothesen müssen wir auch entsprechen, wenn wir gestalten. Fragen, die man hier also stellen kann in diesem Zusammenhang, wie finde ich die Objekte am Bildschirm wieder? Oder wie gestalte ich so, dass die Nutzer die Objekte am Bildschirm wiederfinden? So ist ja eigentlich die Frage. Es geht ja nicht um uns als Gestalter, wie wir unsere Objekte wiederfinden, sondern wie wir es so gestalten, dass die, die es nutzen, das wiederfinden. Ja, wie kann ich die Objekte anordnen, dass ich weiß, was zusammengehört? Das ist natürlich wichtig, denn wenn der Nutzer immer darüber suchen muss und immer erst zusammensuchen muss, was zusammengehört oder es überhaupt nicht begreifen kann, was zusammengehört, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht richtig wahrnehmen kann, was zusammengehört, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Und wie vermeide ich denn ein chaotisches Bild? Ihr kennt bestimmt Software, auf die ihr drauf geguckt habt und habt gedacht, um Gottes Willen, wie sieht diese Software denn aus, wo alles chaotisch durcheinander ist? Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Und auch um solche Fragen
soll es hier gehen. Und um diese Chaosvermeidung oder sagen wir mal auch, Vermeidung von, im Englischen sagt man Clutter, also wie sagt man, Unrat, könnte man vielleicht im Deutschen sagen. Da soll es auch gleich als erstes gehen, nämlich darum, die Anzahl der Elemente am Bildschirm zu verringern. Und da kann man sich mal als Grundlage einfach überlegen, das ist auch klar, das, was am Bildschirm zu sehen ist, muss wahrgenommen werden oder zumindest kann es potenziell wahrgenommen werden. Wenn wir die Anzahl der Elemente, die am Bildschirm sind, verringern, dann verringern wir automatisch die Menge dessen, was wahrgenommen werden muss. Und das kann erzwungene Sequenzialität verringern, wenn das nämlich Dinge sind, die nicht unbedingt hätten wahrgenommen werden müssen. Wir können natürlich nicht so weit gehen und sagen, wir nehmen das vom Bildschirm weg, was für die Erledigung der Arbeitsaufgabe notwendig ist. Das ergibt wiederum keinen Sinn. Aber darum soll es auch hier nicht gehen, sondern es geht darum, um überflüssige Bildschirmelemente an dieser Stelle zu vermeiden. Schauen wir uns ein Beispiel an. Dieses Beispiel ist schon ein paar Tage alt, wie ihr seht, am Design. Es steht auch drüber, Ressourcen für Windows 95 und Windows NT. Eine typische Shareware, die angezeigt hat, welche Festplatten wie voll eigentlich sind. Jetzt mal in diesem Tab, der hier geöffnet ist zumindest. Ja, und wenn ihr euch das so anguckt, dann seht ihr relativ viele Bildschirmelemente, die ziemlich aufwendig gestaltet sind. Was ist hier wohl alles überflüssig? Überlegt mal ruhig kurz. Also sehr viel überflüssig. Es gibt sehr viele Linien hier auf dieser Darstellung. Guckt euch das mal an. Dieses Laufwerke ist umrahmt, frei ist umrahmt, Kapazität ist umrahmt. Jeder dieser einzelnen Werte ist mit einer ziemlich auffälligen 3D-Umrahmung ausgestattet. Unten diese Bereiche Bytes und frei sind ebenso mit so einem starken 3D-Effekt versehen. Dann haben wir unten rechts so ein Icon in der Ecke, was in diesem Zustand gar keinen Sinn ergibt. Das ist ein Icon, das während gesucht wird, also während diese Größe der Belegung ermittelt wird, geht diese Lupe so über dieses Icon drüber und man sieht dann quasi, dass das Programm beschäftigt ist. Das war damals mal sehr üblich, das so zu machen. Auch die Suche in Windows hatte so ein ähnliches Icon. Und was gibt es noch? Was kann man noch vielleicht weglassen? Naja, man kann vor allen Dingen noch mal etwas feststellen. Man kann nämlich feststellen, dass die Umrahmungen unlogisch sind. Denn warum sollte man alle Laufwerke umrahmen, alle Freizeilen umrahmen und alle Kapazitätszeilen umrahmen? Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn man irgendetwas optisch unterstützen müsste, dass man vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hätte zu sehen, was zusammengehört, dann müsste man zeilenweise hier Umrahmungen machen, aber doch nicht spaltenweise. Diese Spaltenumrahmung ist nur optisch und hat sonst überhaupt keinerlei vernünftige Bewandtnis. Wie kann man das Ganze verbessern? Ich habe hier auch mal wieder ein Grafikbearbeitungsprogramm genommen und habe eine Verbesserung gemacht und die sieht so aus. Ja, was habe ich alles gemacht? Ich habe die unnötigen Umrahmungen entfernt. Die Umrahmungen waren wirklich nicht notwendig. Die 3D-Effekte um diese reinen Ausgabebereiche habe ich gänzlich weggemacht. Das sind ja keine Eingabefelder, die ich irgendwie auszeichnen müsste. Es sind ja reine Ausgabebereiche. Da habe ich einfach die kompletten 3D-Umrahmungen weggemacht. Bei der Gelegenheit habe ich übrigens die Darstellung rechts bei Kapazität korrigiert, denn die war vorher falsch. Da stand irgendwie was ohne Megabyte-Anzahl oder sowas. Die Software war wohl offensichtlich nicht für so große Festplatten mit über 2000 Megabyte ausgelegt. Man merkt, es ist etwas älter. Die Auslastungsanzeige hatte vorher auch, sagen wir mal, so eine 3D-Umrahmung, die habe ich auch weggemacht. Dafür habe ich zusätzliche graue Punkte eingebaut, an denen man dann sehen kann, wie weit denn die Auslastung eigentlich ist, also wie viel denn da eigentlich noch kommen könnte an dieser Stelle. Dadurch haben wir jetzt trotzdem eine übersichtliche Darstellung an dieser Stelle, ohne diese extrem auffällige 3D-Darstellung. Die Titel habe ich etwas anders angeordnet. Ich habe Laufwerke linksbündig angeordnet über der Laufwerksmengenanzeige, gut, aber vor allen Dingen habe ich Frei und Kapazität wie die inhaltlichen Bereiche rechtsbündig angeordnet.
Und letztendlich habe ich auch das Icon an dieser Stelle einfach entfernt, weil es gar nicht notwendig ist, dieses Icon an dieser Stelle zu haben. Denn es ist nur ein zusätzliches optisches Objekt und man kann nicht damit interagieren oder sonst irgendetwas. Es ist einfach nur da. Es ist einfach Zierrat, wenn man so möchte. Und den können wir vermeiden. Gut, wir könnten jetzt an dieser Stelle andere Designprobleme lösen. Zum Beispiel sind diese Reiter oben bei weitem nicht ideal und so. Aber darum soll es jetzt an dieser Stelle mal gar nicht gehen, sondern es ging mir nur um diesen inhaltlichen Bereich, diesen Bereich in der Mitte. Und hier habe ich allein durch das Weglassen vieler Linien schon ganz viel erreichen können. Das ist etwas, das könnt ihr euch mal merken. Linien im Bild sind eigentlich immer, nein, sind nicht immer schlecht, das kann man nicht sagen, aber sie sind immer ein guter Kandidat dafür, dass man sie weglassen könnte. Das gilt sowohl für Umrahmungen als auch für einfache Trennlinien. Da kann man sich häufig überlegen, ob man sich da nicht was Besseres einfallen lässt bei einer Trennlinie. Zum Beispiel mehr Platz lassen wäre da immer eine gute Option. Schauen wir uns ein anderes Beispiel mal an. Hier aus unserem Paul, also aus unserer Verwaltung für Veranstaltungen. Ja, und dann guckt mal, wie viele Linien es hier gibt. Zum Beispiel rechts oben die Übersicht der Kurstermine. Warum ist denn da jede einzelne Zahl nochmal so umrandet? Die Anzahl der Linien ist ja unglaublich hoch an dieser Stelle. Und überhaupt, die vielen Linien. Unter Veranstaltungsdetails ist nochmal so eine zusätzliche Linie. Dann rechts da passen die Linien nicht aufeinander. Da werden wir gleich sehen, dass wir da ein Fluchtlinienproblem kriegen. Ungleiche Abstände haben wir hier auch. Aber allgemein ist das Problem vor allen Dingen besteht in diesen vielen Linien. Und diese Linien ließen sich vermeiden. Hier zum Beispiel auch dadurch, dass man einfach die ganzen Felder, die ganzen Bereiche vielleicht mit unterschiedlichen Hintergrundfarben belegt hätte. Auch unten, wo es so abwechselnd geht, kann man das ja auch machen. Das kennt man ja, ne? Dieses klassische etwas dunkler, etwas heller, etwas dunkler, etwas heller. Dann hätte man diese vielen Linien nicht gebraucht und hätte gleich eine übersichtlichere Darstellung gehabt. Was hat das hier auf sich mit Fluchtlinien? Also ihr seht da oben in der Ecke, wo Fluchtlinien steht, da passen die Linien irgendwie nicht zueinander. Ne? Die Überschrift, dieser Bereich, der ist breiter als der Kasten da drunter. Das sieht irgendwie komisch aus. Ne? Irgendwie nicht richtig sieht das aus. Fluchtlinien sind generell ein großes Problem und Fluchtlinien, also eigentlich, na, sie sind kein Problem, sondern sie existieren ja. Fluchtlinie bedeutet einfach, dass mehrere Elemente in einer Anordnung stehen, dass sich da quasi eine Art virtuelle Linie ergibt. Die stehen also in einer Flucht, so sagt man auch. Und Linien selber bilden natürlich immer so eine Fluchtlinie. Aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist diese Fluchtlinienmenge reduzieren, denn das sorgt für optische Ruhe und hilft dem Auge, an etwas entlang zu gucken. Wir haben das schon beim Text gehabt. Ne? Beim Text haben wir gesagt, die linke Textseite sollte ausgerichtet sein. Und wenn die nicht ausgerichtet ist, die linke Seite, und so springt, wie zum Beispiel bei zentriertem Text, dann hat man Schwierigkeiten, den Zeilenanfang zu finden. Und man hätte auch Schwierigkeiten, etwas zu suchen, wenn man einfach mal so dran entlang gucken würde und würde immer nach dem ersten Wort suchen. Das haben wir nicht nur beim Text, sondern haben wir ganz generell bei Objekten am Bildschirm. Und das Alignieren, das sehen wir hier auf diesem Bild. Beziehungsweise wir sehen etwas, was nicht aligniert ist. Das ist ein FTP-Synchronisationsprogramm, das ich vor einigen Jahren mal gekauft habe. Und ihr seht hier, dass vieles nicht vernünftig aligniert ist. Also wenn ihr zum Beispiel mal guckt, oben steht Dateiordner. Und davor steht Ordner 1. Und wenn ihr mal die Grundlinie unter Ordner 1 zieht, dann seht ihr, dass die nicht mit Dateiordner übereinstimmt. Und was dahinter steht, dieses D-Doppelpunkt, NTFS und so weiter und so fort, steht wieder auf einer anderen Höhe. Das heißt, wir haben hier in der horizontalen verschiedene Fluchtlinien, verschiedene Grundlinien. Darunter seht ihr es bei dem Button, ne? Der ist ja irgendwie nach oben versetzt. Das sieht man ja sofort. Es gibt auch Versetzungen in der Vertikalen und vertikale Fluchtlinien sind häufig die, auf die nicht so richtig geachtet wird. Das seht ihr zum Beispiel schön, wenn ihr euch mal anguckt, wo die Felder beginnen und schaut euch das an, unten bei FTP-Einstellungen und oben drüber in dem Bereich, wo Ordner 2 steht, dann seht ihr natürlich, dass das zwei verschiedene Bereiche sind, an denen die beginnen. Und auch innerhalb dieser Bereiche haben wir viele Fluchtlinien, viele Bereiche, an denen Elemente beginnen.
Und das ist ein Problem. Diese Mengen an Fluchtlinien sollte man reduzieren. Mit diesem Beispiel werdet ihr euch sicher in der Übung mal auseinandersetzen, auf dem Übungszettel. Aber ich zeige euch eine ganze Reihe anderer Beispiele, an denen man das jetzt schön zeigen kann. Zum Beispiel diese hier. Guckt euch mal gleich das erste an. Ja, wie ist das denn wohl gekommen? Das kann ich mir kaum erklären, ehrlich gesagt, wie man eigentlich mit, sagen wir mal, einigermaßen modernen Softwareentwicklungswerkzeugen es hinkriegen kann, so eine Darstellung zu bekommen. Also hier ist die linke Fluchtlinie der Eingabefelder, die gibt es quasi gar nicht. Also jedes dieser Eingabefelder fängt woanders an und per Zufall ergibt sich dadurch so eine Wellenform an dieser Stelle. Aber wirklich designt eine Fluchtlinie ist hier gar nicht. Das sollte natürlich auf jeden Fall passieren. Dafür passt es kurioserweise auf der rechten Seite. Naja, aber auf der rechten Seite ist es nicht so wichtig. Die linke Seite ist die wichtigere Seite, denn da guckt man dran entlang, wenn man ein Objekt sucht oder wenn man ein Objekt finden will. Die linken Fluchtlinien sind wichtiger. Die rechten sind auch gut, aber die linken sind wichtiger. Ja, und rechts, was ist da passiert? Das ist hier LibreOffice oder ist es OpenOffice? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, die sind sich ja sehr ähnlich. Dieser Bereich Hintergrundfarbe, dieses Farbauswahlfeld da, das ist irgendwie zu weit nach links gerutscht und schließt dadurch nicht ab mit dem Bereich darüber, wo Alts und Hintergrundfarbe steht. Das ist eine schlechte Alignierung an dieser Stelle. Und generell ist auch der Rand zu klein. Also Ränder sollten sowieso immer eingehalten werden. Auch dieser Bereich da rechts, wo diese Farbe ja angezeigt wird, der schließt optisch überhaupt nicht ab mit diesem Auswahlfeld oben drüber, wo für steht. Klar, es ist inhaltlich ein anderer Bereich, aber trotz alledem sehe das ordentlicher aus und würde für weniger optische Unruhe sorgen, wenn das abschließen würde. Also hier könnte man relativ leicht die Alignierung verbessern, die Ausrichtung verbessern. Schaut euch oben das Beispiel an, was neben der Überschrift Alignierungsprobleme da steht. Das ist aus dem Online-Banking der Sparkasse, da kriegen wir hinterher nochmal ein Beispiel. Und da seht ihr das typische Phänomen, dass gar keine Alignierung vorgesehen wurde. Man hat also die Auswahl und hat da in Monaten und Datum. Und klar, das Wort, die Worte in Monaten sind länger als Datum. Und dadurch rutschen die Elemente nach vorne und nach hinten. Sowas Ähnliches ist ja unten links in dem Beispiel auch passiert. Nur das Kuriose bei dem linken ist, dass es hinten wieder stimmt. Hier passt es natürlich auch hinten nicht, denn die Breite der Elemente ist tatsächlich gleich. Die ist standardisiert. Und auch hier könnte man einfach durch das Einführen eines Rasters dieses Problem völlig beheben und hätte gar kein Problem damit. Schauen wir es uns mal ein bisschen im Detail an. Wir machen eine Alignierung und zwar eine vertikale Alignierung und analysieren erstmal dieses Beispiel hier. Und ich habe schon gesagt, der linke Rand ist der wichtigere Rand, denn den brauche ich, um etwas zu finden. Also wenn ich zum Beispiel sage, hier in dem Eingabefeld für Relief, dann möchte ich ja dran heruntergucken können und möchte das Wort Relief finden. Und das tue ich ja hier auch an dieser Stelle. Jetzt gucken wir uns mal die Fluchtlinien an, die linken Fluchtlinien. Wir haben hier eine Fluchtlinie, nämlich am Anfang dieser Beschriftung. Wir haben eine weitere Fluchtlinie hier direkt daneben. Was ist das für eine Fluchtlinie? Das ist der Beginn unten dieser Auswahlpunkte, dieser Checkboxen. Die sind ein kleines bisschen weiter eingerückt als der Text vorne. Wir haben hier die nächste Fluchtlinie. Was ist das für eine Fluchtlinie? Das ist die Fluchtlinie der Auswahlfelder, dieser Dropdown-Felder. Die ist nochmal ein kleines Stückchen weiter eingerückt. Wir haben weitere Fluchtlinien, eine Fluchtlinie nämlich hier vorne, da beginnt unten dieser Bereich der Vorschau. Das ist ein ganzes Stück weiter nach außen gerückt. Was haben wir noch für Fluchtlinien? Wir können das Gleiche natürlich auf der rechten Seite auch nochmal feststellen. Wir haben also hier so eine Fluchtlinie, hier eine und hier eine. Ja, und das Ganze gilt natürlich da hinten auch nochmal, nämlich hier und hier. Da unten haben wir keine solche Auswahlfelder, keine Checkboxen mehr. Von daher kommt die dritte Fluchtlinie an dieser Stelle nicht vor. Haben wir noch mehr Fluchtlinien? Ja, wir könnten natürlich alle möglichen weiteren Fluchtlinien einzeichnen, zum Beispiel den Beginn der Beschriftung an den Checkboxen. Das habe ich mir jetzt mal gespart. Aber wenn ihr euch zum Beispiel oben mal den Bereich anguckt, wo man auswählen kann zwischen Schrift und Schrifteffekt und Position und so weiter, die beginnt natürlich auch an einer Stelle.
Und auch die Buttons beginnen natürlich an einer Stelle, nämlich hier. Und dann haben wir noch so eine Trennlinie da drin, die zwar nur sehr seicht angedeutet ist, aber doch da ist, die ist hier. So, jetzt haben wir eine ganze Menge von, sagen wir, vertikalen Fluchtlinien schon mal eingezeichnet. Und wir sehen, dass wir viele von denen doch relativ problemlos verringern können. Nämlich vor allen Dingen die, die ganz nah aneinander liegen. Da können wir doch relativ leicht die einfach in Übereinkunft bringen, in Einklang bringen, so sollte man vielleicht sagen, dass sie direkt übereinander liegen. Und das habe ich mal hier gemacht. Das ist, wie es aussah vorher und das ist, wie es jetzt aussieht. Und jetzt schaut euch das mal an. Jetzt seht ihr, dass diese Fluchtlinien alle in Einklang gebracht wurden. Und zwar sogar ein bisschen mehr, als eigentlich notwendig wäre. Also die Leiste oben zum Beispiel, die müsste man nicht unbedingt auf die ganze Breite bringen. Das habe ich jetzt mal gemacht, weil ich dachte, es ist vielleicht noch etwas ordentlicher. Und ich habe natürlich getrickst. Ich habe den Punkt Position einfach zweimal da reingebaut jetzt. Das sollte man natürlich so nicht machen, sondern dann müsste man die Breiten davon ändern, wenn das denn überhaupt möglich ist. Und auch unten habe ich die Buttons angeordnet, sodass sie auch mit abschließen, indem ich rechts und links welche angeordnet habe. Aber vor allen Dingen in diesem inneren Bereich habe ich jetzt viel mehr Ordnung drin, einfach dadurch, dass ich diese Fluchtlinien verringert habe. So sieht es gleich viel aufgeräumter aus. Auch übrigens durch das Weglassen dieser Trennlinie in der Mitte. Schauen wir uns mal ein weiteres Beispiel an oder einige weitere Beispiele. Und hier geht es vor allen Dingen jetzt um die horizontalen Fluchtlinien. Guckt mal auf der linken Seite, das ist das Programm WordPad, was ja mit jedem Windows mitgeliefert wurde. Und die Gestaltung dieses Eingabefeldes, also wie das dazu hat kommen können, das entzieht sich mir ein wenig. Schauen wir uns mal horizontale Fluchtlinien an und gucken da erstmal, was haben wir denn. Wir haben hier zum Beispiel den Button, okay, und wenn wir da eine horizontale Fluchtlinie reinzeichnen, dann sehen wir schon mal, das schneidet links diesen Bereich neu erstellen. Dann haben wir noch eine weitere Fluchtlinie, die ist hier, das ist die Oberkante, habe ich jetzt mal eingezeichnet, die Oberkante von dieser Dateiauswahl. Und man sieht, die ist auch nicht aligniert mit der Unterkante des Wortes abbrechen. Also nicht des Wortes, sondern des Buttons abbrechen. Das ist auch irgendwie nicht richtig. Das ist irgendwie ungeschickt gemacht. Dann haben wir die Unterkante eben von diesem Button. Die schneidet quer durch alles hindurch. Dann gucken wir weiter. Was haben wir noch? Wir haben hier die Unterkante von diesem Eingabebereich. Wir haben hier die Unterkante von Durchsuchen. Die schneidet als Symbol anzeigen, wobei da passt es sogar einigermaßen. Jetzt haben wir hier mal in Rot eingezeichnet die Grundlinien der Texte. Das ist die Linie unter OK, die Grundlinie unter OK. Die ist die Grundlinie unter Neu erstellen. Die ist die Grundlinie unter der Beschriftung Datei-Doppelpunkt. Und ihr seht, die läuft mitten durch Abbrechen. Unter Abbrechen können wir natürlich auch so eine Grundlinie einzeichnen. Dies hier ist die Grundlinie unter C Users Winfill Documents an dieser Stelle, also unter dem Eingegebenen. Und dies hier ist die Grundlinie unter Aus Datei erstellen. Das ist manchmal ganz blöd. Diese beiden sollten auf jeden Fall auf einer Ebene stehen, denn die gehören ja zusammen an dieser Stelle. Also da sollte man auf jeden Fall für eine vernünftige Anordnung sorgen an dieser Stelle, eine Fluchtlinienreduzierung und an vielen der anderen Stellen natürlich auch. Das ist unter Durchsuchen, das ist erstaunlicherweise mal mit Verknüpfen auf der gleichen Höhe. Und jetzt haben wir noch eine unter als Symbol anzeigen. Also das sind doch viel zu viele Fluchtlinien, da kann man doch das machen, da muss man doch was machen. Rechts das Beispiel, mal wieder die Sparkasse, hier an dieser Seite etwas weniger aufwendiges Beispiel, aber ihr seht hier genau das Problem, was wir auch auf der linken Seite hatten, nämlich dass die horizontale Ausrichtung von mehreren Bereichen nicht bedacht wurde. Kreditlinie und die 2500 stehen schön in einer Linie, ja, aber der Button Kreditlinie bearbeiten ist ein kleines Stückchen zu tief, sodass die Fluchtlinie darunter nach unten versetzt ist. Es steht also leicht zwischen den Zeilen und das ist etwas, was man natürlich vermeiden sollte. Unten seht ihr das nochmal.
bei der Eingabe hier Vorname Karl-Heinz und Speichern, beziehungsweise hier ist es natürlich richtig gemacht. Und ihr seht, dass es hier zwei Fluchtlinien gibt, die es zu bedenken gilt. Das eine ist die Fluchtlinie der Elemente selber, also des Eingabefeldes und des Buttons. Und das andere ist die Fluchtlinie der Texte. Und auch die müssen auf einer Höhe stehen. Also wenn Texte in einer Zeile stehen, dann müssen, also wenn Elemente in einer Zeile stehen, so müsste man sagen, und die enthalten Texte, dann müssen auch die Texte in der Grundlinie auf der Zeile stehen. Sonst wird es immer visuell unordentlich. Das ist ein Fehler, den man durchaus ziemlich häufig sieht. Schauen wir uns dieses Beispiel nochmal an, das Beispiel aus WordPad. Was kann man hier besser machen? Naja, es sind eigenartige Entscheidungen getroffen worden. Und die erste eigenartige Entscheidung ist schon mal dieses OK und Abbrechen, mal von der Beschriftung jetzt ganz abgesehen, da oben unterzubringen und das völlig ohne Relation zu allem anderen. Okay und Abbrechen gehört eigentlich nach unten. Es war mal Standard bei Windows, dass es oben rechts in der Ecke war, aber hier ist es auch irgendwie noch eigenartiger, denn der Button Okay steht ja oberhalb von allem. Das ist irgendwie ganz komisch, also wie man darauf gekommen ist, es entzieht sich mir nach wie vor. Was könnte man noch machen? Ja, man muss natürlich darauf achten, dass man die horizontalen Ausrichtungen beibehält. Ich habe das hier einmal gemacht für dieses Fenster und das Ergebnis in Bildverarbeitung bzw. hier in dem Präsentationsprogramm schnell zusammengeklickt sieht so aus. Und hier habe ich jetzt darauf geachtet, dass wir sowohl im horizontalen als auch im vertikalen wenig Fluchtlinien haben. Nun sieht das Ganze so aus. Und ich habe bei der Gelegenheit natürlich auch die Beschriftung der Buttons angepasst und habe Einfügen auf den Button draufgeschrieben, der vorher OK hieß. Schauen wir uns abschließend nochmal an, welche Fluchtlinien kann man jetzt alles betrachten, wenn man so ein Objekt hat. Das sind eine ganze Menge, denn ich habe ja einige schon eben gezeigt. Ich kann mal einmal die linke Fluchtlinie nehmen, ich kann die rechte Fluchtlinie nehmen, ich kann die obere Fluchtlinie nehmen, ich kann die untere Fluchtlinie nehmen, dieses Elements. Und dann habe ich halt noch die Grundlinie des Textes da drin. Und im Prinzip könnte ich auch noch den Anfang des Textes innerhalb des Objektes betrachten, wobei da es unwahrscheinlich ist, dass das da flattert, denn das müsste man schon ganz, ganz explizit verstellen, dass da zu solchen Verschiebungen kommt. Aber diese sind jedenfalls die Fluchtlinien, die man einzeichnen kann. Und dann nochmal der Hinweis drauf, die wichtigsten sind die linke, die untere und die Grundlinie des Textes. Also die obere und die rechte sind nicht unbedingt so wichtig. Wobei es schon irritierend ist, wenn man jetzt Elemente nehmen würde und würde die unterschiedlich groß machen und dann die obere Fluchtlinie flattern lassen dadurch. Also das sollte man natürlich auch vermeiden. Aber trotz alledem sind die anderen, die Grundlinien und die linken Fluchtlinien, die jeweils wichtigen. Wodurch kann es passieren, dass es zu Alignierungsproblemen kommt? Außer, dass man sagt, ich habe jetzt vielleicht einen inkompetenten Designer gehabt. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber häufig hat es andere Gründe. Und einer der Gründe ist, dass bestimmte Bereiche zusammengebracht werden, die nicht gemeinsam gestaltet wurden. Am Beispiel hier habe ich rechts aus dem Druckdialog aus dem Druckfenster von macOS. Also ich möchte was drucken und dann kriege ich natürlich ein Fenster, das ist jetzt nur ein Ausschnitt daraus und oben steht die Auswahl des Druckers und so weiter und so fort und dann seht ihr unten einen Bereich, den kann man umschalten, da ist jetzt Layout ausgewählt und ihr seht, dass wir hier ein Problem haben mit den Fluchtlinien, denn der untere Bereich hat andere Fluchtlinien als der obere Bereich und das sorgt für eine optische Unruhe. Und der Bereich Layout selber übrigens auch, ne? Also dieses Auswahlfeld Layout. Tja, wie kann ich dafür sorgen, dass das hier nicht so ist, dass wir hier ein ruhigeres Bild haben? Zwei Möglichkeiten gibt es. Die eine ist, ich mache Vorgaben, wie breit vorne diese Felder sind und wo die Felder beginnen. Ist natürlich aber schwierig, denn das wird mir wahrscheinlich nicht immer so gelingen. Was kann ich noch machen? Ich könnte dafür sorgen, dass es eine optische Trennung gibt. Ich könnte also sagen, ich mache den unteren Bereich etwa dunkler. Ich mache da einen Bereich, der explizit ein eingefügter Bereich ist, der auch anders aussieht als der obere Bereich. Dann sieht man das nicht so sehr als ein gemeinsames und es wirkt dadurch aufgeräumter. Das ist eine Möglichkeit, die man zusätzlich noch hat. Das heißt, wenn man ein User-Interface aus Teilen zusammensetzt,
dann muss man darauf achten, dass entweder man dafür sorgen kann, dass Alignierungen stimmen und auch andere, na sagen wir mal, Konventionen stimmen, also dass nicht die Sachen alle unterschiedlich sind, oder man muss es optisch so gestalten, dass der Unterschied auch sichtbar ist und dann sorgt es auch weniger für Irritationen. Das erste wäre besser, ist aber oft nicht erreichbar und das zweite sollte man dann anstreben, wenn es denn anders gar nicht geht. Ja, abschließend nochmal diese Fragestellung hier. Das ist eine gewisse Streitfrage. Sollte man das so gestalten, wenn man ein Eingabefeld hat? Also man hat hier mal jetzt ein blödes Beispiel, Vorname, Nachname, Abiturdurchschnitt. Oder sollte man diese Beschriftungen nach links setzen, auf die linke Seite, also die Feldbeschriftungen? Unserer Logik der Verringerung der Fluchtlinie nach sollte man es nach links setzen, ne? Dann haben wir nämlich da diese Linie und wir können dann auch schnell, wenn wir zum Beispiel ein bestimmtes Feld suchen, vorne einfach dran entlang gucken, so runter gucken und finden dann das Feld. Das sagt auch die ISO-Norm so. In dem entsprechenden Normteil für Formulare wird gesagt, dass wenn man in einem Formular Felder suchen muss, man die linke Kante heranziehen soll und daran ausrichten soll. Was passiert dann aber? Dann entstehen natürlich große Lücken. Dann würde ja zwischen Vorname und Karl-Heinz eine viel größere Lücke entstehen als zwischen Abiturdurchschnitt und 2,1. Was kann man machen, um das Problem zu lösen? Man kann kürzere Eingabefelder nehmen, also eine kürzere Feldbeschriftung in diesem Falle. Das heißt, wir müssen ja nicht Abiturdurchschnitt hinschreiben, wir können ja zum Beispiel Abischnitt schreiben. Und durch diese Verkürzung haben wir dieses Problem nicht mehr, dass da so ein langer Unterschied drin entsteht. Eine Alternative ist die, dass man die Feldbeschriftungen zwischen die Felder schreibt. Und dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit, schnell dran zu suchen, indem wir so dran runter gucken. Und haben nicht mehr das Problem, dass es davon abhängt, wie groß die Feldbeschriftung ist. Das heißt, diese Technik ist eine, die man dann anwenden sollte, wenn man diese Feldbeschriftung nicht abkürzen kann. Und natürlich, das hängt ein bisschen auch vom Platz ab, wenn man dann vertikal viel Platz hat. Das ist ja jetzt so, dass ich jetzt vertikal auf einmal viel Platz brauche, dafür in der horizontalen erheblich weniger. Ich muss also mein ganzes Arrangement im Zweifelsfalle ändern. Schließen wir das ab. Alignieren ist eine wichtige Technik. Als erstes haben wir kennengelernt, Weglassen von Elementen. Das ist das A und O. Was wir weglassen können, sollten wir weglassen, wenn es nicht gebraucht wird. Und dann kommt das Alignieren als Entlastung durch Reduzierung von Fluchtlinien. Und da drängt dran, linke Fluchtlinie, untere Fluchtlinie, Textgrundlinie. Das ist wichtig. Es gibt Hilfsmittel dafür, um das hinzubekommen. Nämlich, alle möglichen Gitterlayouts, die angeboten werden. Gerade im Webbereich ist das ja sehr verbreitet, in Gridlayouts anzuordnen, aber auch in klassischen User-Interface-Bildern gibt es entsprechende Möglichkeiten, in solchen Gridlayouts anzuordnen. Aber passt auf, das entlastet euch nicht davon, euch das mal anzugucken und gucken, ob ihr wirklich eine Alignierung habt. Denn es gibt immer so viele Abstände, die man definieren kann. Also wenn ich zum Beispiel etwas in einem Grid-Layout anordne, dann ist das ja quasi die äußerste Kante. Dann gibt es aber oft einen Innenabstand, bis dann der Inhalt beginnt. Und wenn dieser Innenabstand nicht immer gleich ist, sondern variiert, dann habt ihr trotzdem variable Fluchtlinien, beziehungsweise keine sich richtig bildende Fluchtlinie. Und dann habt ihr überhaupt nichts gewonnen an dieser Stelle. Also immer auch eine optische Inspektion des Ganzen machen und im Zweifelsfalle diese Abstände so anpassen, dass es am Ende funktioniert. So viel jetzt zu diesem ersten Teil der Anordnung, wo es uns quasi so um Ordnung ging, ne? Also Aufgeräumtheit war ja jetzt hier das, kein Zeug rumliegen lassen und das, was wir haben, ordentlich anordnen. Und im nächsten Teil geht es mit anderen Aspekten der Zuordnung weiter.